Seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, dreht ja die linke Woke-Bubble förmlich durch. Die meisten haben groß angekündigt, dass sie die Plattform verlassen werden, aber sind wir mal ganz ehrlich, die werden nicht verzichten können auf die vielen Likes, die sie dort bekommen. Also werden sie mit irgendeiner komischen Ausrede dann doch auf Twitter bleiben. Aber man versucht jetzt natürlich, diese Übernahme von Musk von Twitter sehr schlecht zu reden. Ist eh klar. Weil gerade diese Bubble, die sich dort entwickelt hat, diese Blase der Gutmenschlichkeit, die fühlt sich jetzt natürlich sehr bedroht, weil sie sich dann zum ersten Mal wirklich inhaltlich mit anderen Argumenten und anderen Meinungen auseinandersetzen muss und nicht einfach nur aufs Melden zurückgreifen kann und diese Accounts und diese Tweets dann einfach gesperrt oder gelöscht werden. Und das passt ihnen natürlich überhaupt nicht ins Bild, weil es im Endeffekt dann auch selbstentlarvend ist, weil man sehen wird, dass es einfach nur Gequake und Gequatsche ist, auf ganz hoher moralischer Ebene, aber in Wirklichkeit ist nichts dahinter, außer heißer Luft nichts gewesen. Und das Beste in der ganzen Sache ist, obwohl Elon Musk selbst gesagt hat, dass beide Seiten gleichermaßen ihre Meinung äußern sollen dürfen und dass man wieder einmal wirklich zu einem Diskurs zusammenkommen soll, sprechen, wie gesagt, genau diese meines Erachtens Extremisten von einem Demokratieabbau und dass jetzt eben hier die Faschisten und die bösen Menschen diese ganze Plattform übernehmen. Und das Beste an dieser gesamten Aufregung ist natürlich, wenn sich öffentlich-rechtliche Moderatoren selbst entlarven. Weil irgendwann einmal können sie es nicht mehr verheimlichen. Normalerweise funktionierte diese Meinungsmache im Öffentlich-Rechtlichen sehr oft subtil, ja, dass man immer noch nach außen hin sagen kann, aber wir sind doch objektiv, obwohl jeder weiß, welche Message hier eben immer vermittelt werden soll. Aber manchmal, genau bei solchen Momenten, da rutscht ihnen dann schon immer mal die Wahrheit heraus, weil sie es einfach nicht zurückhalten können. Ihre wahre Einstellung. Und die Frage ist nun, was der Exzentriker Musk mit der Plattform vorhat. Die Befürchtung ist, dass er die Grenzen des Sagbaren weiter ausdehnen könnte. Und absolut jeder weiß, dass man bis jetzt, genauso wie auf allen anderen großen Plattformen auf Twitter, nur das wirklich frei heraussagen konnte, was politisch korrekt ist. Alles, was bis zu einem gewissen Grad dieser politischen Korrektheit dann nicht mehr entspricht, da musste man dann darum fürchten, dass es gelöscht wird oder dass der gesamte Account direkt gesperrt wird. Und so müsste es eigentlich jeden wahren Demokraten und wirklich jeden Freund der Meinungsfreiheit freuen, wenn man nun zumindest die Aussicht hat, dass man in Zukunft wieder im Rahmen des Gesetzes alles sagen kann. Und wenn man dann aber solche Äußerungen hört und dann am besten noch wie hier im ZDF, also im öffentlich-rechtlichen, im Staatsfernsehen, im objektiven Staatsfernsehen, dass es die Befürchtung gibt, dass die Grenze des Sagbaren weiter ausgeweitet wird, also bis zum Rahmen des Gesetzes, so wie es eigentlich sein sollte, dann ist das doch schon sehr selbstentlarvend. Und sie tun es trotzdem, sie stellen sich einfach hin und sagen vom gesamten Land, Leute, uns gefällt das gar nicht, wenn die Zensur abgeschafft wird. Denn nichts anderes ist es. Immerhin war der Rahmen des Sagbaren auf Twitter und auf anderen großen Plattformen bis jetzt bei weitem nicht der, der er sein hätte können im Rahmen der Meinungsfreiheit. Diese Beschneidung der Meinung fing ja schon viel früher an und wurde durchgeführt durch die großen Konzerne. Das war ja deren Unternehmenspolitik. Das hat ja nichts mit dem gesetzlichen Rahmen und den Möglichkeiten der Meinungsfreiheit zu tun gehabt. Und daher zeigen solche Aussagen nur, dass man große Angst hat davor, wenn es wieder Meinungsfreiheit gibt. Ich bin gespannt, ob Elon Musk sein Versprechen halten wird und wie sich die Plattform in Zukunft entwickeln wird. Aber solche Aussagen im Öffentlich-Rechtlichen, im ZDF von einer Moderatorin, so frech und plump herausgesagt, zeigen wieder einmal die wahre Geisteshaltung dieser Sender und dass es eben nicht um objektiven Journalismus geht, sondern es geht um Emotionen, es geht um das Vorantreiben der eigenen Ideologie. Und wenn dort steht, man befürchtet, dass es wieder volle Meinungsfreiheit gibt, dann offenbart sich das schon sehr selbst als das, was es ist. Nämlich nichts anderes als Manipulation. Und ich wünsche euch wie immer alles Gute. Jetzt würde mich noch von euch sehr gerne interessieren, was haltet ihr denn von der Übernahme von Musk von Twitter? Bitte sehr gerne kommentieren, denkt ihr, das wird sich in eine positive Zukunft entwickeln. Ich habe ja schon ein bisschen Hoffnungen und habe auch schon ein bisschen rausgelassen, auch sehr gerne mir auf Twitter folgen.
Könnte ganz lustig werden in den nächsten Tagen und Wochen. Und dann würde mich von euch noch interessieren, was haltet ihr denn von solchen selbstentlarvenden Aussagen im ZDF? Einfach so frei und plump heraus. Das ist schon ziemlich frech, findet ihr nicht? Bitte sehr gerne kommentieren. Abonniert mich auch noch sehr gerne hier auf YouTube. Schaut unbedingt bei Telegram vorbei. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.